Hallo liebe Freunde der dekadenten Gaming-Unterhaltung. Terraceland hat ein Update gegeben, ist ziemlich neu. Wir gucken es uns heute direkt im Video an und ich werde euch auch kurz eine Zusammenfassung davon geben, was sich getan hat. Es geht vor allem um das Wirtschaftssystem, was dieses MMORPG mitbringen wird und wahrscheinlich gibt es auch Änderungen diesbezüglich. Schauen wir rein. Hello gamers, this is Yang Min, the producer of Terraceland. First of all, Happy New Year! Now, let's talk about some latest game updates. Let's talk about the monetization model. Oh, es fängt ja gleich interessant an. Pay models. Sehr This gut. Is the most preliminary and difficult step in establishing an economic cycle, and our answer is 1. Appearances. All appearance items, including outfits and mounts, are non-functional items that alter the style of game characters and offer no end-game competitive advantages. Okay, also es geht rein um die kosmetischen Sachen jetzt erstmal, die keinen spielerischen Vorteil bieten. 2. Feature and Social Items, like Rename. Feature und Social Items, also Rename, Token zum Beispiel, um den Namen zu ändern. Cards, Pay to Love, Gifts for a Loved One, and Pets, with no combat abilities, just... Pay to Love, also Sachen, die ihr dann anderen schenken könnt, und Pets. Just following players around. 3. Benefits are unrelated to attributes and do not affect the core gaming experience, like a larger backpack and warehouse, which will improve farming efficiency. Okay, also jetzt hier schon mal bezahlte Bankfächer, Slots, einfach zusätzliche für eure Beute. Das könnt ihr euch wohl auch dann im Shop holen. 4. Commission fee. Players will be charged a commission during the transaction process. We will also offer mainstream monthly and battle passes, which provide one-time access. Commission fee, das bezieht sich, denke ich, dann mal auf den Handelsplatz. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie dazu noch was sagen. Aber das Problem ist ja natürlich, was sie haben wegen Bots, zum Beispiel Botter, die dann die Sachen da verkaufen und das irgendwie einzugrenzen, zu zügeln, deswegen wahrscheinlich eine Währung. Das machen andere Spiele auch, auch asiatische Games teilweise auch. Bin ja aber mal gespannt, ob sie dazu noch was sagen gleich. Access to a certain amount of resources. They are by no means exclusive and can be obtained daily. Our innovative monetization model resembles. Moment, wir gehen kurz zurück. Also offer mainstream monthly and battle passes, which provide one-time access to a certain amount of resources. They are by no. Okay, Battle Pass, Pässe, die Zugang zu Ressourcen ermöglichen. Sie sind nicht exklusiv und können täglich erhalten werden. No means exclusive and can be obtained daily. Our innovative monetization model resembles a market economy, connecting the active behaviors of different players with the core of the trade center. Each character can learn a profession. When a character needs something produced by another profession, they can exchange it at the trade center. Players can trade and connect through the trade center. All types of resources, produced by professions or dropped in PvE, can be exchanged for common in-game currencies through the trade center to purchase other resources. Okay, also, wenn ihr könnt ja unterschiedliche Berufe erlernen und ihr könnt natürlich auch Items finden. Ihr könnt die über das Handelshaus mit anderen Spielern tauschen und da stand, die hat es gerade dazu gesagt, eigentlich mit Ingame-Währung, also das ist Gold, was ihr da findet oder was es auch immer noch war. Paid currencies obtained via the trade center can be used to purchase appearances and monthly passes in. Okay, paid currencies, also bezahlte Währungen, können über das Handelscenter erworben werden und benutzt werden, um Aussehen und monatliche, also Battle Passes eigentlich zu bekommen. In the market. On the other hand, different types of players can find their place in this economic system. Even a player without a profession who only does dungeons and raids will be able to acquire materials from various game modes and exchange them for currency or supplies at the trade center. Okay, auch jemand, der nicht unbedingt Crafting machen möchte, sondern einfach nur Raids macht und Dungeons macht, wird wohl bei diesem Handel einfach teilnehmen können, weil er irgendwelche Ressourcen findet und so weiter. Und da kann er dann auch tauschen und Handel machen. It's worth noting that there is a large gap between the equipment crafted by professions and that dropped in dungeons. Okay, also es gibt tatsächlich wohl einen Unterschied, einen großen, zwischen gecraftetem Gear durch Handwerk und dem Gear, das man durch Raids zum Beispiel findet. Players who wish to get their hands on more powerful equipment still need to do dungeons. Also ihr müsst Dungeons machen, um das stärkste Gear zu bekommen. Each item has a floating standard price, which is anchored based on the prices at which players successfully trade in the market. Players can set and adjust prices based on the standard price. So when okay, es gibt einen Standardpreis, also es ist wie bei manch anderem Auktionshaus, Black Desert fällt mir da ein, da gibt es immer ein Cap, wo das unten quasi, es hat einen Boden, einen Preisboden, wo sich das Item mindestens befinden muss und ab da kann man dann den Preis höher setzen zum Beispiel, auch aber niedriger nicht.
When a certain type of item is no longer in demand in the mainstream market, the pricing will automatically go down. This also prevents illegal program users from reselling outdated items for gold coins, protecting the normal order of transactions. In conclusion, the economic system of Terrace Land consists of the Yield of Professions, PVE Drops, and the Trade Center. All we do is provide a trading platform. Item prices will be determined by the interaction of supply and demand. In this system, gold coins support the flow of commodities across the world. Players can obtain gold coins through game plays or selling items. Crystals, a paid currency obtained via top-up, can also be purchased using gold coins. They're mainly used... So, ihr seid jetzt ein bisschen schnell unterwegs hier. Also ihr braucht Gold Coins dafür, um im Handelshaus aktiv zu sein und Handel zu betreiben. So, jetzt ist jetzt die Frage, also das Currency System, geht es jetzt einfach um die Währungen. Wir schauen uns das nochmal in Ruhe an, damit wir es auch wirklich verstehen. Flow of commodities across the world. Players can obtain gold coins through gameplays or selling items. Also ihr könnt Gold Coins bekommen durch normales Spielen vom Spiel oder durch das Verkaufen von Items könnt ihr Gold Coins bekommen. Mit diesen Gold Coins sehen wir jetzt, können wir Kristalle erwerben. Crystals, a paid currency obtained. Die Kristalle sind eine bezahlte Währung, die kostet also echt Geld. Aber wir können mit den Gold Coins auch diese Währung anscheinend uns kaufen. Via top-up can also be purchased. Can be obtained via top-up. Okay. Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Or purchased using gold coins. Okay. Using gold coins. They're mainly used for purchasing appearances, items. Und diese Kristalle sind hauptsächlich dafür da, um ja Aussehens-Item, kosmetische Sachen eben zu bekommen oder diese monatlichen Battle Passe. Items and monthly passes. As the most widely used currency, silver coins can be acquired via various game modes. Okay. Und jetzt kommt auch noch. As the most widely used currency, silver coins can be acquired. Trons, okay, into silver coins. Okay, silver coins, wofür brauchen wir die jetzt? Silver coins can be acquired via various game modes. Acquired via various game modes. They can be used for upgrading skills. Man nimmt diese silver coins für skill upgrades. Pairing equipment and purchasing materials, diagrams and supplies. They can also be used for purchasing functional items. We don't do subscriptions because we want all players to be able to experience Terrace Land burden free. Also Terrace Land is free to play. Compared to time-paying MMOs, we don't set a threshold, we don't sell hours, and everyone can enter the game for free to experience the full gameplay. We strive to shape a world that is real, open, and free. Being free to play should not be a publicity stunt, but should strive to establish a balance between gaming experience, player-oriented operation, and securing basic revenue to deliver quality content. Feel free to leave your questions about the game's economic system in the comments, or follow our official community to get the latest updates on the upcoming playtests. See you next time! Okay, die haben sich wirklich also sehr pragmatisch in dieses Video reinbewegt, um das Ganze zu erklären. Ich denke, der Knackpunkt heute bei diesem Video ist einfach hier der Punkt mit diesem Currency System. Ja. Also anscheinend bekomme ich das als PvE-Drops, ich bekomme es durch Profession Production, also durch Handwerk. Und wenn ich davon, von diesen Sachen, die ich dort bekomme, wenn ich die verkaufe, bekomme ich Gold Coins. Mit diesen Gold Coins kann ich diese Kristalle bekommen. Und diese Kristalle kann ich nutzen, eben um Cosmetics zu kaufen und um mir Battle Passes zu holen zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich kann es mir anscheinend wohl erspielen. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt denke zum Beispiel an ein System, wo es auch mit Kristallen war bei Guild Wars 2, dann ist jetzt natürlich die Frage, wie viele Gold Coins brauche ich, um mir eine gewisse Anzahl an Kristallen zu holen und wie viele Kristalle brauche ich, um mir einen Battle Pass zu holen oder um mir ein Cosmetic zu holen. Und dann ist die nächste Frage, Sie hatten doch was erwähnt bezüglich dem can be exchanged for common in-game currencies through the Trade Center to purchase other resources. Also jetzt frage ich mich, brauche ich jetzt doch noch irgendwie also diese Kristalle zum Beispiel als Währung, um im Handelscenter zu handeln? Es sieht jetzt für mich gerade nicht so aus. Ja, paid currencies obtained via the Trade Center can be used to purchase appearances and monthly passes in the market. Also sieht jetzt dann für mich nicht so aus, als ob mir diese Kristalle einen Vorteil geben im Handelshaus. Außer ich irre mich da. Also diese bezahlte Währung,
ist anscheinend jetzt nur da, um Battle Passes zu bekommen und um, um Cosmetics zu kaufen. Jetzt haben sie aber gesagt, dass die Battle Passes auch durch, dass diese Ressourcen bieten. Ja, das haben sie ja hier irgendwo gesagt. Das, und die können aber täglich by no means exclusive and can be obtained daily. Our innovative monetization. Da frage ich mich, was heißt das jetzt? Can be obtained daily? Ja, wie denn dann? Also, kann ich die jetzt auch freispielen? Oder brauche ich dazu die Kristalle? Und wie viele Kristalle? Und wie viele Kristalle bekomme ich für Gold? Was kostet ein Battle Pass? Das sind jetzt natürlich offene Fragen zu diesem System, die definitiv im Raum stehen, wenn man sich mit, sag ich mal, eventuellen Pay-to-Win-Mechaniken auseinandersetzt und zu gucken, wie ja freizügig ist das jetzt hier gemacht oder wie eng ist der Korridor, dass man abgecashed wird oder nicht. Das sind jetzt Fragen, die noch im Raum stehen. Ansonsten finde ich, im Prinzip, in der Grundlage, klingt das ja gut. Ja? Jetzt ist halt nur die Frage, wie viele Ressourcen kriegst du zum Beispiel auch durch den Battle Pass. Es ist unglaublich viel. Und wenn du einen Battle Pass dir erspielen willst, musst du 1000 Stunden zocken, bis du mal einen Battle Pass dir zocken kannst, ohne Echtgeld. Wie sind da die Weichen gestellt oder wie werden die Weichen dann noch gestellt? Ansonsten kann ich sie natürlich verstehen. Sie möchten natürlich auch eine sichere Einkommensart haben oder wo ständig Geldfluss kommt, damit sie künftig auch Content entwickeln können. Aber wie gesagt, ich denke, da entscheidet es sich halt, wie es dann mit den Stellschrauben, mit den Zahlen und Verhältnissen vonstatten gehen wird. Nicht, dass dann die Leute mit Battle Pass, denen man dann doch eher zahlen muss, weil er fast unerreichbar ist für kostenlose Spieler, dass man über diesen Battle Pass extrem viele Ressourcen bekommt und dann über die Ressourcen halt trotzdem einen extremen spielerischen Vorteil hat. Das sind jetzt halt die Fragen, denke ich mal, die sich bei diesem Spiel jetzt im Kern drum drehen, wie die Spielerschaft mit umgeht, weil die Spielerschaft momentan, denke ich mal, viele von euch ein großes Problem eher haben, eben wie das jetzt monetarisiert wird, weil sie eben Non-Pay-to-Win gesagt haben und so weiter. Gucken wir mal, wie sich das noch ausgeht. Ich finde es schön, dass sie es wenigstens mal an der Grundlage erklärt haben, wie genau das dann ja vonstatten gehen wird. Ich finde, das wäre noch ein weiteres Video wert. Aber was haltet ihr davon? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis bald und danke fürs Reinschauen. Macht's gut und ciao.